Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute möchte ich mal über etwas sprechen, das mich zurzeit sehr berührt. Und deswegen dachte ich, es wäre jetzt mal Zeit dafür, darüber zu sprechen. Denn ich muss wirklich sagen, dass euer Support mich zurzeit echt heftig berührt. Also wie ich schon gesagt habe, also irgendwie ist gerade viel los und das macht mich sehr, sehr glücklich. Wir haben ja die 300 Abos geknackt, relativ schnell. Also ich meine, innerhalb von 4 Monaten haben wir halt dann 100 Abos dazu gewonnen. Das ist halt schon heftig viel, finde ich. Also für meine Verhältnisse auf jeden Fall, vor allem wenn man bedenkt, wie lange ich für die 200 gebraucht hatte insgesamt. Und jetzt sind wir halt schon mal eben wieder bei 300 und es geht nach oben weiterhin. Und das ist halt schon echt kinda cute. Und nebenbei sind dann halt auch einfach so Sachen wie, ey, es kommen einfach so süße Nachrichten rein, ob privat oder in den Kommentaren. Ihr müsst mal bedenken, vor ein paar Monaten habe ich noch fast gar keine Kommentare bekommen und wenn, dann eigentlich fast nur von meinen Freunden oder sowas. Was natürlich auch voll cool ist, aber irgendwie ist es halt doch nochmal was anderes, wenn es halt Leute sind, die irgendwie neu zu einem gefunden haben, die einen dann noch loben etc. Ist schon heftig, weil ich meine, wie oft ich in letzter Zeit gelesen habe, wie sehr ich es doch verdient hätte, wenn ich mehr Abonnenten hätte und mehr Zuschauer, weil ich doch so gute Videos machen würde. Und das ist halt schon ein sehr, sehr krasses Kompliment, würde ich sagen. Also für mich ist es das auf jeden Fall. Weil ich meine, ich mache ja einfach mein Ding. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es mega krass ist, aber ich weiß ja selber, dass es auf jeden Fall viel Arbeit drin steckt und so. Und ich ja auch viel Zeit investiere, um das Ganze hier so machen zu können. Und ja, es ist halt schön zu sehen, dass andere das auch bemerken, dass man hier halt so viel Leidenschaft auch reinsteckt. Dafür wollte ich mich auf jeden Fall einmal bei euch bedanken. Ich sehe halt auch immer mal wieder, dass dann Leute sagen, hey, ich habe dich durch Person XY gefunden, die hat dich irgendwo erwähnt oder der oder die oder das. Und ich so, hallo. Also finde ich richtig süß, dass quasi auch von anderswo, dass ich so Shoutouts bekomme, weil das heißt ja, dass ich meine Sachen hier irgendwie richtig mache und das freut mich sehr. Und was ich euch noch sagen wollte, ist, dass man tatsächlich sogar schon relativ easy auf den Mooli Sims Hashtag kommt, denn ihr sendet ja fleißig was ein und wenn ich hier Mooli eingebe, dann findet man hier tatsächlich schon direkt den Hashtag, was halt schon irgendwie krass ist, weil ich wusste nicht, dass man das so schnell finden kann, weil sonst vor ein paar Wochen musste ich das noch komplett eingeben, damit ich es überhaupt finde, es wurde mir gar nicht vorgeschlagen und jetzt kann man es halt einfach mal so schon sehen. Yay! Und jetzt, wenn ich das drücke, dann haben wir schon, glaube ich, eine Seite voll. So, wenn ich jetzt hier auf Custom Content klicke, dann haben wir hier schon über eine Seite. Woo! Also, es klingt jetzt vielleicht bescheuert, weil für einige, die denken sich wahrscheinlich so, das ist ja nichts so. Aber ich finde, das ist halt schon krass, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass überhaupt Leute irgendwas einsenden. Weil ich meine, in meiner Größe ist es einfach nicht selbstverständlich, dass die Community halt dann auch so aktiv ist, sag ich mal. Und ja, also ich habe es einfach mal probiert und es ist sehr, sehr schön, weil es funktioniert hat einfach wirklich und das ist einfach krass, weil ich das einfach nicht so erwartet hatte. Und zum Beispiel hier richtig süß, also ihr könnt natürlich auch immer Sachen dazu schreiben, wie das hier, finde ich richtig, richtig süß und es macht mich einfach glücklich, sowas zu lesen, okay. Und halt, wie gesagt, es macht mich auch glücklich, das hier zu sehen. Also es wird halt dann auch nochmal ein Video kommen, wo ich das hier, also hier zum Beispiel diese Sims hier, die müsste ich wahrscheinlich noch umstylen. Und bei denen werde ich wahrscheinlich, also weil das ja kein Custom Content ist, werde ich wahrscheinlich ganz gut damit klarkommen. Und das dann einfach so platzieren können. Das werde ich auch auf jeden Fall noch machen. Denn am Samstag versuche ich die Lucky Legacy Challenge aufzunehmen. Und ich denke, vorher werde ich dann die ganzen Leute hier schon mal platzieren. Und ja, oh, ich bin so gespannt, wie das dann wird. Ich habe übrigens am 7. März Geburtstag und ich werde volljährig. Und ich habe eine sehr, sehr interessante Videoidee für kurz darauf. Wahrscheinlich den Mittwoch, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Vielleicht auch erst den Samstag, weil mal schauen. Dafür brauche ich noch ein bisschen Vorbereitung. Ich stelle es mir lustig vor und ich hoffe, es wird genauso lustig, wie ich es mir vorstelle. Ich möchte noch nicht zu viel vorwegnehmen. Sagen wir es mal so. Ich weiß, dieses Video war jetzt irgendwie anders als sonst, aber ich wollte einfach mal Danke sagen für das, was ihr mir hier alles gebt, weil es ist halt schon so, dass das, was hier so passiert, dass wir das halt generell im
Alltag und so auch hilft, das alles irgendwie zu bewältigen. Weil manchmal ist natürlich der Alltag schon sehr stressig und es ist schön, dass wenn ich auf meinen YouTube-Kanal gehe, dass oder halt generell Social Media, wenn ich Nachrichten von euch bekomme oder so, dass es dann einfach nur wholesome as fuck ist und dass ich mich einfach nur wohlfühlen kann und einfach für einen kurzen Moment vergesse, was für ein Stress in der eigentlichen Welt vielleicht gerade da ist. Vielen, vielen Dank für alles und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei der Lucky Legacy Challenge wahrscheinlich. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin und tschüss!